Jetzt stellen wir die Frage. Wie ist Ihr Name? Helga. Und wann sind Sie zur Welt gekommen? Am 1934. Könnten Sie mir ganz kurz sagen, warum Sie zu Eternal Spirit gekommen sind? Weil ich müde bin. Sehr, sehr müde. Und Sie Schmerzen haben? Ja. Diverse Altersgebrechen? Ja. Frau, ich habe Ihnen eine Infusion gesteckt. Wissen Sie, was passiert, wenn Sie diese Infusion öffnen? Dann sterbe ich. Also meine Eltern haben zu mir gesagt, wenn du das nicht willst, wenn du damit nicht zurechtkommst, dann machen wir es nicht. Also wenn ich gesagt hätte, nein, ich möchte es nicht, bitte auf gar keinen Fall und ich komme damit nicht klar und sie hätten es gelassen, was wäre dann gewesen? Also ich glaube, einzusehen, dass oder anzunehmen, dass der Tod, welcher jetzt auch immer irgendwas ist, was man nicht im Konsens hinkriegt, das ist halt einfach so. Ich bitte Sie jetzt, die Infusion noch nicht zu öffnen, weil wir möchten die Fragen Ihrem Mann noch stellen. Sie sind mit ihm gemeinsam gekommen. Also jetzt im Moment noch warten. Und jetzt werde ich Ihnen die Fragen stellen. Wie ist Ihr Name? Arnold. Und wann sind Sie zur Welt gekommen? Am 1932. Und können Sie auch kurz sagen, warum Sie hierher gekommen sind zu Eternal Spirit? Ja, ich habe eine Polyneuropathie, die mich im Gehen sehr behindert, mich so wackelig macht, dass ich Unfälle hervorrufe und auch selbst umfalle. Und ich möchte das vermeiden, dass ich in irgendein Krankenhaus muss. Ja. Ja, aber da denkt man dann von außen, ja, nimmst du halt einen Rollator. Sei doch froh, dass es sowas gibt. Naja, aber ich weiß nicht, ich denke immer jetzt so zunehmend, wenn man die Erfahrung selber nicht macht, kann man da einfach nicht mitreden. Also klar kann ich mir jetzt als beweglicher Mensch, ich gehe jetzt eine Stunde joggen und dann sage ich hinterher zu meinem Vater, ist doch nicht schlimm, wenn du im Rollstuhl sitzt, bist ja schon 80 oder 82. Das ist halt auch total unsensibel. Also, das tut mir manchmal ein bisschen leid, dass ich das. Also ich habe sonst nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst hätte oder sowas, aber es tut mir manchmal ein bisschen leid, dass ich das nicht besser oder stärker habe annehmen können oder das nicht so sehen können, dass sie sich wirklich da so stark eingeschränkt gefühlt haben. Ich habe auch bei Ihnen eine Infusion gesteckt. Wissen Sie, was passiert, wenn Sie diese Infusion öffnen? Ja, dann werde ich sterben und das möchte ich auch. Ja. Herr, wenn Sie jetzt sterben möchten, dann dürfen Sie jetzt als Erster die Infusion aufmachen und Frau wartet noch einen kurzen Moment. Die waren ja nicht die Typen für Kontrollverlust. Also, die haben sich ihr ganzes Leben lang nicht irgendwie helfen lassen. Ich glaube, ich habe die kein einziges Mal zum Kaffee eingeladen. Also dürfen, hätte ich wohl schon gerne. Aber das kam überhaupt nicht in Frage. Die, sicher auch irgendwie biografisch begründet als Kriegskinder mit Totalverlust von allem Materiellen, wo sie Familie lange gebraucht haben, um wieder auf die Beine zu kommen. Und ich glaube, die hatten irgendwie genug Mithilfe annehmen in ihrem Leben. Das wollten die auf gar keinen Fall und das wäre auch nicht lustig geworden. Ja, Sie dürfen öffnen, Herr. Gar nicht so leicht. Ja, genau. Frau, ich werde Ihnen diesen Band um den Kopf tun, wie Sie es gewünscht haben, damit der Kiefer nicht auffällt, genau. Damit der Mund nicht aufkippt.
Geht das so für Sie? Ja. Sie können gut atmen und Sie können gut sprechen. Also Frau, dann dürfen Sie jetzt auch die Infusion öffnen, wenn Sie sterben möchten. Ja. Also ein angekündigter Tod, der zu dem Zeitpunkt nicht zwingend sein muss, das ist halt nicht geübt. Weder jetzt für den Angehörigen noch für denjenigen, der stirbt sowieso. Und aber natürlich für das Umfeld auch nicht. Gut. Jetzt ist es gut. Helga, kriegen wir noch einen Kuss hin? Das war halt schon noch eine große Liebe. Und das ist für mich auch ein tolles Erbe. Da muss man erstmal jemanden finden, mit dem man sowas macht.